Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir starten in den neuen Tag. Gucken wir, ob jemand kommt. Hallo, kommt da jemand? Ein Wauwi. Shorty. Gunnar ist, glaube ich, gerade abgelaufen. Ich würde ihn mal wieder einstellen. Genau. So. Ach, hier hängt jetzt unser zweites Bild. Da hatten wir gar nicht wirklich nachgeguckt gehabt, ne? So, mal schauen, dass wir da nochmal umdekorieren, halt alles schön machen. Noch zwei Level, dann haben wir eigentlich alles, glaube ich, was wir kaufen können. Also hier haben wir schon alles, da ja auch. Und es ist nur dekomäßig noch 44 und 45. Also Level 44 und 45, wo wir noch Sachen kaufen können. So, Leute, kommt, kommt, kommt. Kommt ran. Also bis dahin machen wir dann, wie gesagt, auf jeden Fall noch weiter. Und dann schauen wir mal, dass wir dann hier auch beenden. Dann haben wir ja eigentlich auch alles gesehen von dem Spiel. Und alles erreicht. Nein, da nicht. Dann zum Hund. Und wir gehen zum Kaninchen. Phil hat sich leider einen Splitter geholt. Ich schaffe es aber nicht, ihn wieder zu entfernen. So, Splitter wieder weg. Und eine Katze. Und ein Meerschweinchen. Noch eine Katze einmal setzen. Aha, da nicht. Aber dort, dann kann die Katze gleich ins Zimmer. Ein Hund. Nächster Hund, bitte setzen. Oh je, jetzt kommen ganz viele. So. Ranger kratzt sich da und ich glaube, er hat Flöhe. Dann bekommt er ein Flohmittel. Und dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Was haben wir hier? Ein Vogel. Einmal da rein. Dann noch ein Meerschweinchen und wir gehen zur Katze. Ich möchte Freddy gegen Tollwut impfen lassen. So. Da, dann den nächsten Hund ins Zimmer. Eine Katze kann auch ins Zimmer. Hund einmal setzen. Da kann er nicht helfen, beim Vogel dann in dem Fall. Laska kratzt sich da und ich glaube, sie hat Flöhe. Dann bekommt sie auch ein Flohmittel. So, erledigt. Was haben wir hier? Wieder ein Meerschweinchen. Wow, Stufe 44. Das ging jetzt aber schnell. Okay, da kann er nicht. Jetzt mal eben schnell hier. Dann beim Meerschwein. Kurz sortieren. Mal kurz die Leute hier sortieren. Mensch, das ist ja so viel. So, da kommt noch jemand. Ein Vogel, den kriegen wir noch unter. Dann den nächsten Hund ins Zimmer. Wir gehen zur Katze. Phyllis humpelt sehr stark und es wird immer schlimmer. Da, ein Bruch. Phyllis hat sich die Hüfte gebrochen. Sie sollte operiert werden. So, jetzt schauen wir mal, wo er alles helfen kann. Da nicht. Was haben wir hier? Kaninchen gleich ins Zimmer. Beim Vogel dann noch. Wir gehen zum Meerschweinchen. Cecile hat sich leider einen Splitter geholt. Ich schaffe es aber nicht, ihn wieder zu entfernen. So. Da ist er weg. Hund. Dann haben wir hier noch einen Hund. Und da haben wir auch noch zwei. Ich komme zur jährlichen Impfung gegen die China-Seuche. So, auch erledigt. Dann haben wir jetzt noch drei Hunde zur Behandlung. Genau. Ich möchte Quacks gegen Staupe impfen lassen. So, erledigt. Dann kann Tasco ins Zimmer.
und Peanuts danach. Wir gucken noch mal eben schnell in den Shop. Ach, hier haben wir noch ein Bild. Das kaufen wir dann doch auch gleich mal. Ja, ich würde sagen, dann tatsächlich um die komplette Einrichtung, wie wir das denn letztendlich haben wollen, kümmern wir uns dann, wenn wir Level 45 erreicht haben. So, hier können wir schon mal schauen, müssen wir irgendwas kaufen? So, dann haben wir schon mal wieder alles aufgefüllt. Da müssen wir das nicht gleich machen. Da noch. Ja, Gut, haben wir alles. Dann können wir hier weitermachen. Tasco ist schon länger müde und mag nicht fressen. Seit einigen Tagen ist noch Fieber dazu gekommen. Tasco leidet an Fieber, daher solltest du ihn warm halten und schonen. So, dann kam Peanuts noch ins Zimmer. Ah, und das zweite Bild ist jetzt hier hingehangen worden. Okay. Sehr schön. So, dann machen wir Feierabend und starten in den nächsten Tag. Jasper, einmal da rein. Und Tune, da rein. So, gleich behandelt. Zum Vogel gehen wir dann. Jasper wurde von einer Zecke gebissen und steckt noch was in der Haut. Erledigt. Hallo. Ein Hund. Und ein Vogel. Können ruhig noch mehr kommen. So. Kaninchen. Eine Katze. So ist das schön, wenn man die Leute gleich durchleiten kann in die Zimmer. Ah, okay. Ich dachte. Dann dahin. Katze bitte einmal setzen. Was haben wir hier? Meerschweinchen setzen. Kaninchen da rein. Wir gehen zum Meerschweinchen. Becker hat sich einen Splitter geholt. Okay. So. Haben wir entfernt. Alles wieder gut. Meerschweinchen da rein. Wir gehen zur Katze. Chippy hat sich leider einen Splitter geholt. So. Haben wir wieder entfernt. Dann Katze. Und zack. Und Iggy da rein. Wen haben wir hier? Ein Kaninchen und noch ein Kaninchen muss ich erstmal setzen. Kaninchen habe ich gesagt, ne? So. Kann gleich ins Zimmer. Mensch, das geht ja hier gerade wie am Schnürchen läuft das hier. Dürfen noch mehr kommen? Hallo. Jetzt gerade kann man Gunnar ja so richtig gebrauchen. Da lohnt er sich mal. So. Ist das Hundezimmer frei? Nein, das ist besetzt. Gut, dann gehen wir zum Kaninchen. Es wird wieder Zeit, Zenex gegen die Kaninchenpest zu impfen. So, schon erledigt. Athos hat sich leider einen Splitter geholt. So, schon entfernt. Wer kommt dann? Fedo, einmal da rein. Wir gehen zum Hund. Orkus kratzt sich da und ich glaube, er hat Flöhe. Dann bekommt er ein Flohmittel. So, und schon erledigt.
Und dann kann Oliv da rein. Da kann Gunnar wieder helfen. Und beim Hund auch. Und wer kommt da? Muriel. Ist schon wieder Feierabend. Ach, das geht doch viel zu schnell hier. Also so mit Gunnar geht das dann ja schon ratzfatz, ne? Na, 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 na. Und da kann Gunnar auch helfen. Sehr schön. So, wir gucken nochmal. Müssen wir was kaufen? Ja, müssen wir. Und das noch. Und sonst haben wir eigentlich, glaube ich, alles genug, ne? Bis auf das können wir nochmal eben kaufen. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Okay, gut. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle den Tag und den Part beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten. Also bis denn. Ciao, ciao.